Idee. Boah, ich hab mir gestern oder vorgestern wieder Cars angeguckt. Vorgestern. Es war so geil. Cars ist so ein Meisterwerk, Digga. Ich hatte so oft Gänsehaut. Und am Ende, wo Guido den Boxenstopp macht, ich bekomme so Gänsehaut und ich wusste nicht, ob ich gerade Schüttelfrost habe, weil mir war so kalt und so, und ob ich Gänsehaut habe. Ich wusste es nicht. Ich wusste einfach nicht. Sally so geil, oh, wo Sally den Wasserfall entlang fährt. So ein Brett. Sally ist so geil. Ich muss mal ein Bild von Sally an. Wow. Sally Cars. Sexy. Gibt es sexy Bilder von ihr, wo sie vielleicht gewaschen wird oder so? Guck mal, ihr Arschgeweih. Sie hat einmal ein Arschgeweih, Leute. Was war da? Wieso Band? Was war da? Da war nichts, oder? War da gerade Psyana? Psyana auch sehr geil. Achso, ja. Boah, stimmt. Ich hatte Papa Platte in der Story seine Lieblings-Pokémon. Da waren dann so Nachtara einmal. Nachtara. Und Psyana. Und Psyana ist so sexy, ne? Guck mal, wie sexy sie aussieht. Wahnsinn, aber pass auf, ich merke auch gerade, war ziemlich riskant, Sally Cars sexy einzugeben. Hinata so sexy, bald, wenn du weiter mit Naruto bist. Ich bin Hinata jetzt schon voll süß. Wisst ihr, wer sexy ist? Elisabeth von Seven Deadly Sins. Elisabeth. Elisabeth Seven Deadly Sins. Boah, ich hab Angst. Ich muss mich noch kurz angucken. Nowadays. Elisabeth ist so sexy. Sie ist so schön. Sie hat so eine schöne Frisur immer gehabt. Diane. Wäre Diane klein? Warte mal. Wäre Diane klein und kein Riese, dann wäre sie auch. Ihr wisst, Leute, bei Animes, warum haben die Frauen immer so fette Titten? Warum? Warum machen die das? Guckt euch das an. Schreibt sexy dazu niemals. Weil bei diesen, bei Dinger gibt es wirklich sexy Dinger. Oh, zum Glück steht jetzt nicht Sally Cars sexy in meinem Verlauf. Weg damit, Digga. Warte, ich wollte was zeigen. Woo! Woo! Gib mal XN ein. Mein PC. Denkt ihr, ich mach vom PC, Digga? Ich hab dafür einen Laptop. Woo! Oh, nee. Trixie Tank 10 von 10. Danke. Oder? Ich mochte sie immer. Sie war immer fies, aber ich mochte sie richtig. My Bitch on Fleek. Yeah, I don't wanna hide it. Warum kenne ich denn die ganzen Namen von denen, Mann? Lori! Ja, okay. Aber bei Typisch Andy sehen die auch alle nicht so geil aus. Aber ich fand sie irgendwie geil. Aber Jarvis hat immer genervt. Wo ist Jarvis, der Wichser? Hier ist Jarvis. Kennt ihr noch Jarvis? Eddie, danke schön für 37. Oh mein Gott, was ein Call! Eddie, danke schön. Und danke auch für den Call, Digga. Mann! Katara, wunderschön. Aber hier ist sie auch schon alt. Hier ist sie noch 5 oder so. Da ist sie noch nicht wunderschön. Hier ist sie so 12. Und dann ist sie. Nein. Was ist das Bild? Was ist das? Was ist das? Gwen von Ben 10, Digga. Wer guckt denn Gwen? Wer guckt denn Ben 10, Digga? Kim Possible, gib mir weg, Mann. Rose American Dragon. Ich hab American Dragon nicht geguckt. Oh, guck mal, wie gut es animiert. Oh, die Lippen. Oh ja. Digga, verpiss dich, Elias. Verpiss dich, Digga. Nami One Piece. Anime, cool. Bin gespannt. Große Hupen, Fragezeichen. Ja, die sehe ich hier schon. Ja, okay, da gibt's auch bei Dragon Ball. Bulma. Oh, ich wollte gerade sexy schreiben. Bulma Figur. Ich guck mal kurz ohne. Im Bikini sehen die immer alle super aus. Nee, achso, das sind so Figuren. Ich dachte, da sieht man die Figur vor dir. Bulma sexy. Lola von Angelo. Sandy. Nee. Vanessa Doofenschmirtz. Guter Call. Irgendwie passt in die Familie, Marlon. Die ist auch so lang. Weißt du, wer zu dir passt, Marlon? Ha 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 ha.
Reason. Okay, aber okay, Zoe 101 ist sehr obvious. Sind ja auch echte Menschen. Ich war so verliebt in Jamie Lynn Spears. Auch dass die noch die kleine Schwester ist von Britney. Das hat mich auch nochmal sexy gemacht. Mit Jamie Lynn Spears. Und dann war ich so sauer auf Chase, dass er sie klären wollte und dass die beste Freunde waren, dass er so nah an sie ran konnte. Victoria ist, ja, sowieso. Hier ist sie doch auch. Das ist übrigens auch Victoria. Das ist Victoria Justice. Das ist sie. Sie war da. Dann war sie kurz bei Drake und Josh, glaube ich, in der Folge. Und dann hat sie ihre eigene Folge bekommen. Lola, ja. Wisst ihr noch die erste Folge, wo Lola auftaucht in Zoe 101? Erste Folge. Die kriegen eine neue Mitbewohnerin. Sie, Nicole und Dana. Oder nein, nur Zoe, glaube ich, kriegt ein neues Zimmer. Und muss mit ihr zusammen wohnen. Und dann ist sie da so. Und da sind dann so überall so Kerzen. Und sie ist angezogen wie ein Grufti. Und macht so ein Ei in ein Glas und trinkt so das Ei so. Und hat so getan, als ob sie ein richtiger Hänger ist. Und dann meint sie, das war nur eine Schauspielrolle. Erstmal dachte Zoe, dass sie diesen richtigen Drecksfang gemacht hat mit Lola, aber Lola war dann doch cool. Elastigirl, was ist denn Elastigirl, Digga? Ich hab Angst. Achso, weil sie dick ist. Dann kennst du die erste Folge auswendig. Das ist nicht die erste Folge, das ist die erste Folge, wo Shigo, wo Lola auftaucht. Ich kenn doch Shigo. Er ist sexy. Sally Bollywood? Das ist halt schon berührt jetzt. Sally Bollywood, die hat nur eine Dette Teil. La 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 la. Das ist aber quatschig. Hannah Montana war auch super, ich war in Lily verliebt. Lily, Hannah Montana. Komm, wie Miley aussah. Oh, wie ist er? Oliver. Jackson? Okay, Papa. Wen gab's noch? Rico! Rico? Okay, viel mehr gab's ja gar nicht irgendwie. Wer noch? Bailey, Zack und Cody an Bord. Da taucht eine Bailey auf. Ja, sie. Die hat auch eigene Sendungen und so jetzt. Wer ist die? Bailey, super cool. Jesse. Ja, Jesse. Achso, ja, das ist sie. Cool. Hey Jesse! Hey Jesse! Ist es das? Simsalabim Sabrina. Simsalabim. Sie ist unglaublich. Die größte. Eine super Hexe aus Sabrina. Sie trifft den Schlag auf. Mit Vollgas. Aus Sabrina. Versteckt euch! Sie verhext euch! Sabrina. Sam und Cat. Ich war immer in Cat verliebt. Aber Sam und Cat selber mochte ich nicht. Ich mag irgendwie den Charakter Sam nicht. Aber Cat mag ich in Victorious richtig. Victorious habe ich nicht so krank gefühlt. Aber ich habe manchmal geguckt, einfach nur in Victoria und Cat zu begutachten. Ja. Okay, ja, okay, reicht mit Dings. Wir gucken uns einfach seit 30 Minuten irgendwelche Kinderserien-Characters an. Yeah, yeah, yeah.